In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du eine Pomelo schneiden bzw. schälen kannst. Dafür solltest du sie einmal aus der Plastikfolie entfernen, die beim Kauf meistens drumherum gewickelt ist. Und dann kannst du dir schon mal ein scharfes Messer nehmen. Ich benutze jetzt hier ein Brotmesser, das funktioniert damit tatsächlich am besten. Und wir fangen an der spitzen Seite an und schneiden dort einfach einmal vorsichtig außen rum, bis wir einmal komplett rum sind. Und nehmen dann diesen oberen Deckel ab, das heißt, du gehst mit der Hand einmal schön dazwischen und ziehst das Ganze nach oben hin ab, dann hast du den Deckel auch schon in der Hand. Im nächsten Schritt schneidest du dann hier von oben einmal komplett herum, also einmal bis nach unten und dann wieder bis zur anderen Seite oben, wo du den Deckel abgeschnitten hast, und machst das Ganze dann 90 Grad weiter auch noch einmal. So hast du dann quasi vier Teile aus dieser Pomelo geschnitten. Und kannst diese dann ganz einfach oben abziehen. Das heißt, die äußere Schale, die ziehst du hier jetzt ganz einfach nur ab. Du gehst mit dem Finger da so ein bisschen runter bis an die Frucht selber ran und kannst die Schale dann schön mit den Fingern einmal komplett runterziehen. Und das machen wir jetzt einmal außenrum um die ganze Pomelo herum. So haben wir die äußere Schale dann schon einmal entfernt. Sofern du kannst, kannst du dann hier auch schon das meiste von diesem weißen unteren Rand, den du unter dieser Schale findest, eben auch schon mit entfernen. Das heißt, mal so ein bisschen abzupfen, wenn da so größere Teile dran sind. Dann hast du die bloße Frucht schon einmal freigelegt. Am Ende erinnert die Pomelo dann etwas an eine Mandarine oder Orange, nur eben deutlich größer. Das heißt, du findest hier auch an der einen Seite so ein kleines Loch. Da kannst du mit den beiden Daumen einmal schön reingreifen und das Ganze dann auseinanderziehen. Wenn du diese dann auseinandergezogen hast, erinnert es eben noch mehr an eine Mandarine oder Orange. Das heißt, du hast hier so einzelne Stückchen, die du seitlich so rausziehen kannst, die dann aber auch noch umhüllt sind von so einer kleinen Schale. Und die musst du auf jeden Fall einmal komplett entfernen, weil die ist doch sehr bitter und schmeckt auf keinen Fall. Und sie ist auch ziemlich dick. Das heißt, wir reißen die Schale, die außenrum ist, einmal komplett von jedem Stückchen ab. Und haben dann so unsere einzelnen Stücke von der Pomelo auch schon freigelegt. Außerdem findest du jetzt an der einen Seite hier immer noch so Kerne drin. Das sind so kleine, etwas hellere Kerne. Die kann man auch ganz einfach mitessen, aber wenn du sie eben nicht mitessen willst, dann kannst du sie mit dem Daumen hier ganz einfach rausdrücken und so beiseite packen. Und so kannst du deine Pomelo dann auch schon direkt genießen, hast sie geschnitten und sie ist eben verzehrbereit. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Vergiss auch auf keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.